Hallo, da ist die Konstanze von Konstanzes Stempelwelt. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und bevor ich euch unser Projekt zeige, mit dem ich mit euch in die Bastelsaison 2017 starte, möchte ich euch noch ein ganz tolles neues Jahr wünschen. Viel Glück, viel Gesundheit, alles, was man so brauchen kann. Und natürlich ganz viele tolle kreative Ideen, um einfach eure Bastelprojekte umsetzen zu können. Ich hoffe, ihr habt gestern schön gefeiert. Und vielleicht sieht es ja bei euch draußen genauso schön aus wie heute bei mir. Es hat nämlich über Nacht geschneit und alles ist so ein bisschen weiß gezuckert. Also ich komme mir gerade vor wie im Winter Wonderland. Also ganz toll. Gut, dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal, was ich mir als, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Saisonstart des neuen Katalogs ausgedacht habe. Beziehungsweise zeige ich einfach euch heute auch ein paar der neuen Produkte. Los geht's mit einer schönen Geburtstagskarte, die sehr, sehr filigran ist. Und dafür habe ich einfach verschiedene neue Produkte ausprobiert, die es im neuen Katalog gibt. Ihr wisst ja, der Verkaufsstart ist ja der 4. Januar, also übermorgen. Und genau, jetzt würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal, wie diese Karte so entstanden ist. Zuallererst braucht ihr aber noch ein paar Sachen, und zwar ein bisschen Cardstock. Ich habe wieder meine Grundkarte in Flüsterweiß. Bei mir sind es meistens die Maße 15 x 20 cm, also wenn ihr sie auseinanderklappt. Und dann falzt ihr einfach in der Mitte bei 10 cm und habt eine wunderbare Karte in den Maßen 15 x 10 cm. Die passt auch in jedes Kuvert, in jedes Standardkuvert. Dann habe ich einen Seidenglanzkarton. Der ist in den Maßen 14,5 x 9,5. Und noch ein Stückchen Pergamentpapier, ebenfalls in den Maßen 14,5 x 9,5. Dann habe ich ein kleines Stück Papier Flüsterweiß, das hat die Maße 6 x 5 cm, das könnt ihr ganz individuell gestalten, von der Größe, wie es euch am besten gefällt. Und dann habe ich einfach hier, das ist ein größeres Stück Flüsterweiß im Cardstock, der ist für zum Ausstanzen dann dieser filigranen Teile. So, jetzt würde ich sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Hintergrund. Den habe ich nämlich mit den neuen Aquarellstiften gezaubert, den Stampin' Up, also die Stampin' Up jetzt im neuen Katalog gebracht hat. Die sehen so aus, Watercolor Pencils. Und daraus habe ich mir die Farben Wassermelone, Kürbisgelb und Osterglocke ausgesucht und habe damit den Hintergrund koloriert. Und das Tolle daran ist, ihr müsst gar keine Künstler sein, um mit diesen Aquarellstiften malen zu können. Das kann wirklich jeder. Ihr braucht dazu einfach nur diese Aquarellstifte und, ganz wichtig, einen Aquapainter. Mit dem könnt ihr nämlich dann die Farbverläufe gestalten. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich jetzt einfach euch einmal. So, wir starten einfach mal mit unserem Stück Seidenglanzpapier. Den Rest lege ich zur Seite. Und dann, ich lege mir hier noch ein Stück Papier unter. Ich habe heute kein Grid Paper, aber es ist nicht schlimm, aber damit ich mir meine Unterlage jetzt nicht versau. Und so wie es euch gefällt, könnt ihr natürlich den Farblauf gestalten. Ich habe mir gedacht, ich mache es von der einen Seite. Ich fange mit Wassermelone an, dann kommt Kürbisgelb und ganz rechts kommt dann Osterglocke. Aber wie gesagt, es bleibt ganz euch überlassen, wie ihr das gestaltet. Und ich habe es jetzt gerade so gemacht. Ich habe einfach hier, das ist, schaut so ein bisschen nach naiver Kunst aus, aber damit ihr einfach den Farbverlauf hinbekommt, einfach so ein bisschen mit dem Stift über das Papier gehen und vielleicht einfach auch schauen, dass ihr das Papier euch in eben drei Drittel einteilt. Ihr könnt auch unterschiedlich stark aufdrücken, das kommt dann halt eben auch von der Farbe her unterschiedlich stark raus. Bleibt ganz euch überlassen. Ich gehe jetzt hier schon mal mit einem Orange rein und ich werde dann auch später dann gleich noch, wenn ich dann einfach alles schon mal voll gemalt habe, noch ein bisschen den Verlauf machen. Genau, also einfach hier so ein bisschen in die Farbe reingehen, damit ihr, wenn ihr dann die Farben später vermischt, dann auch einen schönen Übergang habt. Mal sehen, es funktioniert ganz wunderbar. Das Tolle ist, ihr könnt mit Seidenglanzpapier arbeiten. Das ist mein Favorit bei solchen Sachen, weil ihr einfach die Verläufe wunderbar schön hinbekommt.
Aber ihr könnt mit diesen Aquarellstiften auch ganz wunderbar mit flüsterweißem Papier arbeiten. Also das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Es geht nicht ganz so einfach, aber es funktioniert. Das habe ich schon ausprobiert. Und von dem her finde ich das natürlich ganz klasse, dass man da nicht irgendwie an ein Papier gebunden ist. Und ich sage jetzt mal, wenn man das vielleicht auch gerade nicht zur Hand hat, dann ist es auch sehr praktisch. So, jetzt sieht es hier, wie gesagt, ein bisschen nach naiver Kunst aus. Das wird sich gleich ändern, wenn wir mit der Farbe drüber gehen. Aber ich glaube, ich sehe es hier gerade noch, ich werde hier gerade noch ein bisschen mit Orange ganz leicht reingehen ins Gelb. Und ich werde hier auch noch hier noch so ein bisschen einen Übergang machen. So, und jetzt nehmt ihr einfach einen Aquapainter, geladen mit ein bisschen Wasser. Und dann könnt ihr hier drüber wischen und ihr seht, ihr könnt die Farben wunderbar vermischen. Die zerlaufen nämlich ganz, ganz toll ineinander. Und ich habe jetzt natürlich ein bisschen fester ausgedrückt und deswegen kommt meine Farbe auch ein bisschen intensiver raus. Dafür müsst ihr einfach ein bisschen das Gefühl entwickeln oder das Gespür, wie ihr das persönlich haben wollt. Ob ihr das intensiver haben möchtet oder nicht ganz so intensiv, dann natürlich nicht so viel Farbe anbringen. Ansonsten könnt ihr ganz gut aufdrücken. Und ihr seht es, die Farben verlaufen wunderbar ineinander. Es ist kein harter Übergang und man kann es ganz, ganz toll verwischen. Also echt mein Favorit. Jetzt, wenn es um Hintergrundgestaltung geht, aber ihr könnt natürlich die Aquapainter auch zum Kolorieren von Stempeln verwenden, die sozusagen ausgemalt werden müssen. So, damit sind wir jetzt gerade mal fertig. Ich lege das gerade mal zur Seite, damit es ein bisschen trocknen kann. Und dann können wir schon mal mit dem Rest weitermachen. Ihr könnt es euch natürlich auch mit einem Heißluftföhn ein bisschen erhitzen bzw. trockenföhnen. Dann geht es ein bisschen schneller. Aber ich lege es jetzt gerade mal zur Seite, weil dann können wir nämlich ein bisschen einfach mit den anderen Sachen weitermachen. Genau. Gut. Ein weiteres tolles neues Produkt aus dem neuen Katalog sind diese So Detail Thinlits. Ich finde sie ganz, ganz toll. Und ich zeige euch einfach mal, aus was die so alles bestehen. Man hat hier verschiedene Elemente. Eins ist, glaube ich, hier hinten reingerutscht. Genau, ich hole es gerade mal raus. Und zwar hat man da sozusagen diese Eckteile. Die sind eben wunderbar filigran gearbeitet. Und man kann hier ganz, ganz, ganz tolle Karten machen. Egal, ob jetzt zum Beispiel zum Geburtstag, wie ich es jetzt gemacht habe, oder eben zur Hochzeit oder für eine Taufkarte. Man kann wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Was ihr auch machen könnt, und zwar eignet sich dieses Teil hier ganz wunderbar, eine Art Banderole um eine Karte. Dann kann man hier noch einen wunderbaren Spruch reinstempeln. Also wirklich ganz, ganz süße Idee. Oder zum Beispiel auch hier noch mal eine andere Banderole mit Herzchen. Und man kann hier auch in der Mitte dann noch einen Spruch anbringen. Das ist ganz, ganz klasse. Und ich habe mich jetzt bei meiner Karte eben für dieses Thinlit entschieden. Und ich zeige euch einfach gerade mal, wie das am besten geht. Ich habe mir eben vorhin ein Stück flüsterweißen Cardstock eben rausgesucht. Und ja, so wie bei den anderen eben auch, ihr legt es eben an, kurbelt das Ganze durch die Big Shot durch und dann bekommt halt eben dieses Thinlit eben wieder raus mit den gestanzten Teilen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Das Ganze sieht dann so aus, also man bekommt dann zwei so filigrane Teile. Und ich würde euch empfehlen, da das ja wirklich, wirklich sehr, sehr filigran ist, benutzt ihr am besten, ich habe es hier gerade mal neben mir stehen, diese Bürste. Das ist die Big Shot Bürste und mit der könnt ihr eben die ausgestanzten kleinen Stückchen einfach wunderbar bürsten, sage ich mal. Und dann zerstört ihr nämlich nichts an eurem ausgestanzten Teil. Und das ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Das geht ganz, ganz toll und ganz flink. Und da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie mit einem Paper Pierce oder irgendwas rausstanzen müsst. Und dann bleibt da vielleicht noch was drin hängen und dann macht man irgendwas kaputt. Da geht es wirklich ganz, ganz toll damit. Genau. Ich habe das schon mal hier vorbereitet. Und ich werde das jetzt halt, durch das, dass wir ja hier jetzt halt nicht keine große Fläche haben, werde ich es einfach in der Mitte hier zusammenkleben. Und dann eben auf der Karte anbringen. Und das Ganze mache ich mit doppelseitigem Klebeband. Jetzt muss ich mal schauen, da ist der Anfang. Und zwar bringe ich es einfach hier gerade mal an. Auf diese Lasche.
ganz gut andrücken und dann könnt ihr es ja wieder abziehen. Und dann klebe ich diese Teile einfach hier in der Mitte zusammen. Schauen, dass es ungefähr passt. Ich finde, es sieht eigentlich noch ganz gut aus, weil wir haben dann in der Mitte so eine Art Banner. Und dann sieht es aus, als wäre das wirklich gewollt. Und so bekommen wir halt einfach ein bisschen größere Fläche von diesem Muster. Und auf der Rückseite bringe ich auch schon mein doppelseitiges Klebeband an. Denn hier wird das Ganze dann auf unserer Karte befestigt. Und ja klar, jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt ein sehr, sehr filigranes Teil. Und da können wir natürlich jetzt nicht so gut mit Kleber arbeiten. Wir können natürlich versuchen, mit Präzisionskleber alles festzukleben. Aber ganz ehrlich, diese feinen Linien, die sind wirklich so fein. Da müsst ihr ganz, ganz, ganz vorsichtig arbeiten, damit man auch wirklich nichts durchsieht. Und von dem her habe ich mich jetzt bei meiner Karte dafür entschieden, dass ich wirklich nur an den Stellen festgeklebt habe, wo man also nicht sieht. Das heißt, ich habe hier unterhalb dieses Teils eben geklebt und ansonsten steht das hier so ein bisschen auf, aber das macht nichts. Da ist so ein bisschen Spiel drin und das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Gut, jetzt haben wir das zusammengeklebt. Jetzt können wir es theoretisch auch schon mal auf unser Pergamentpapier bringen. Jetzt ist es natürlich links und rechts ein bisschen größer. Das macht nichts, das schneiden wir nach ab, damit es dann nicht übersteht. So, dann würde ich sagen, ziehen wir auch hier unser doppelseitiges Klebeband einmal ab. Und dann schaut ihr einfach, dass ihr ungefähr oben und unten den gleichen Abstand habt, damit es einigermaßen mittig ist. Und natürlich auch links und rechts einigermaßen. Aber ich glaube, das sieht so ganz gut aus. Dann kann man es festdrücken. Dann klebt es zumindest hier in der Mitte schon mal. Und wie gesagt, ich bin jetzt einfach hergegangen und habe das hier an der Seite ganz gerade abgeschnitten, damit ich keinen Überstand habe. Und auf der anderen Seite eben auch. Dann wird das nämlich schön gerade. So, was wir jetzt auch schon vorbereiten können, bis unser Hintergrund trocknet, ist dieses kleine Rechteck. Und zwar stempeln wir auch mit einem neuen Stempelset. Und zwar heißt das Ballon Party. Das finde ich ein ganz tolles Set. Und ich würde es auch wirklich empfehlen, wenn jemand vielleicht noch nicht so viele Sachen von Stampin' Up hat. Und auf der Suche ist nach einem Stempelset, das vielleicht eben mehrere Möglichkeiten bietet fürs ganze Jahr. Finde ich das schon mal ganz gut, weil es hängt jetzt nicht nur mit Geburtstag zusammen. Zum Beispiel auch hier auf ein weiteres Jahr voller Abenteuer hätte man zum Beispiel jetzt auch für Silvester verwenden können. Und von dem her finde ich das ganz toll. Und auch zum Beispiel Luftballons kann man nicht nur für einen Geburtstag hernehmen, zum Beispiel auch für eine Babykarte. Oder was ich mir macht, eine Karte zur Hochzeit. Also das finde ich eigentlich ganz, ganz toll und von dem her finde ich solche Stempelsets immer wirklich klasse, weil man es halt eben nicht nur für ein Thema hernehmen kann, sondern für mehrere und deswegen würde ich auch solche Sets wirklich Leuten empfehlen, die gerade irgendwie neu anfangen. Die sind ganz, ganz klasse. Ich habe mich jetzt bei dem Set für den tollen Spruch entschieden, wünsche dir zu deinem Ehrentag alles Liebe und den werden wir jetzt in Silber embossen. Dazu, ich habe mir gerade schon mal auf einen Acrylblock geklebt, nehme ich mir meinen Versamark, meinen Embossing Buddy. So, wenn er denn raus mag, er mag raus, er muss auch raus. So, dann geht's los. Ich nehme meinen Embossing Buddy und streiche eben schon mal über meinen Cardstock, damit überall ein bisschen von diesem Puder haften bleibt. Dann nehme ich mein Versamark Stempelkissen und dann tupfe ich bzw. benetze ich sozusagen meinen Stempel, damit auch überall etwas landet. Oje, super, so hätte es nicht sein sollen. Okay, wir sehen das Ganze nochmal um. Ihr seht, es ist fast live. Auch mir passieren Fehler. Okay, so, jetzt sollte überall etwas sein. Dann stempelt ihr das einfach gerade mal hier drauf, einfach schön mittig. So, jetzt seht ihr natürlich noch nichts,
Aber ihr werdet gleich was sehen. Und zwar falte ich jetzt gerade mal mein Papier auseinander. Und dann nehme ich mir silbernes Embossingpulver und schütte es gerade mal hier über meine gestempelte Fläche. So. Und wenn ihr das Ganze jetzt mal anhebt und das Pulver runterschüttet, ein bisschen abklopft, dann seht ihr, es ist wunderbar haften geblieben. Und damit es jetzt halt natürlich auch weiterhin dort haften bleibt, müssen wir es nämlich föhnen. Ich gebe nämlich gerade hier mal den Rest vom Embossingpulver wieder zurück, damit nichts verloren geht. So, und dann föhne ich einfach gerade hier mal mein gestempeltes Exemplar. Und ich schalte für euch einfach mal in den Vorwärtsmodus, weil ich meine, es ist jetzt nicht so interessant und wir sehen uns einfach gleich wieder. So, jetzt habe ich mein Teil hier embossed. Es glitzert und glänzt wunderbar. Dann können wir auch schon weitermachen. Und zwar würde ich sagen, kleben wir jetzt einfach mal die Karte zusammen. Dazu brauchen wir jetzt einfach mal hier den flüsterweißen Cardstock. Ich falze den gerade nochmal mit meinem Falzbein. Dann ist mittlerweile auch der Hintergrund trocken. Wundert euch nicht, wenn ihr mit Wasser arbeitet, wälzt sich das Papier so ein bisschen. Das ist gar nicht mal schlimm. Ich verwende nämlich dann fürs Aufkleben einfach ganz gern immer doppelseitiges Klebeband. Und dann klebt das nämlich auch wunderbar fest. Ihr könnt natürlich auch mit Flüssigkleber arbeiten. Aber ganz ehrlich, da müsst ihr dann schon ordentlich andrücken, damit es auch wirklich dann gerade klebt und sich dann nicht irgendwo anhebt. Das finde ich nämlich persönlich dann nicht so schön. Und dann lieber mit doppelseitigen. Und dann klebt es nämlich wirklich an Ort und Stelle fest, wo es hin soll. Ihr seht, es klebt dann eigentlich ganz wunderbar und es klebt gerade fest. So, dann haben wir hier ja unser Stück Pergamentpapier. Jetzt ist es ja auch mit Pergamentpapier so ein bisschen tricky, sage ich jetzt mal. Denn auch bei Pergamentpapier sieht man natürlich dann auch, wo geklebt wird. Deswegen auch wieder hier mein Tipp. Ich klebe genau da fest, wo ich sowieso schon Kleber habe. Und das wäre natürlich mal hier. Und dann könnt ihr auch schon mal euch überlegen, wo ihr dann den Spruch anbringen möchtet. Und darum, da würde ich dann einfach auch noch mehr Klebestreifen anbringen. Dann habt ihr sie nämlich wunderbar abgedeckt und man sieht nämlich das Ganze nicht. Also, ich verwende auch wieder doppelseitiges Klebeband. Das hält dann wieder ganz gut. Und dann eben genau auf dieser Linie wieder einen Strang eben anbringen. So, und dann denke ich mal, mache ich hier ungefähr meinen Spruch hin. Und dann kann ich auch, ich ziehe das jetzt gerade mal hier ab, kann ja auch hier schon mal quer kleben. Oder tapen, eigentlich müsste man schon fast sagen, tapen. So, und dann ziehe ich das auch gerade mal ab. Dann kann man es ankleben. Jetzt darauf achten, dass ihr schön bündig seid, eben mit dem Hintergrund, damit es einfach richtig schön abgedeckt wird. Und ihr seht, durch das, dass wir jetzt das Pergamentpapier haben, nehmen wir dem Hintergrund so ein bisschen die Stärke und es wird so ein bisschen milchig. Und ich finde, das schaut einfach ganz schick aus. Mir gefällt das ganz gut. So, jetzt haben wir hier noch unseren Spruch. Den möchte ich noch hinterlegen mit ein bisschen ja, Glamour, ein bisschen Bändern. Dazu habe ich zwei verschiedene Bänder mir ausgesucht. Das eine ist dieses bestickte Satinband in Kirschblüte. Und dann nehme ich mir einfach so ein Stückchen und schneide mir einfach das mal zurecht. So. Und ich arbeite auch hier nochmal mit doppelseitigem Klebeband und zwar schneide ich mir einfach hier nochmal ein Stück ab und klebe das einfach hier so ein bisschen übereinander, dann hat es nämlich Halt und frutscht nicht. So. Und dann möchte ich noch von dem Paillettenband haben. Das schneide ich mir auch hier unten ein bisschen was ab. Ich habe nämlich da einzelne Pailletten mir rausgefädelt. Das müsst ihr ehrlich gesagt jetzt auch wieder entscheiden, wie ihr wollt, dass es unten hervorragt
Und dann halt einfach ein Stückchen abschneiden. So. Das ist eine Paillette, die möchte ich ohnehin schon weg. Die können wir für später noch mehr brauchen. Ui, da ist noch eine. Und das mache ich einfach auch nochmal mit doppelseitigem Klebeband fest. Also bei mir geht doppelseitiges Klebeband wie warme Würstel. Aber ich finde, man kann damit eigentlich ganz gut arbeiten und es ist halt eben auch sauber. Ich arbeite natürlich nicht nur mit doppelseitigen, aber gerne und oft. So, und da hinten dran kommt jetzt auch noch ein Stück. Damit befestigen wir jetzt einfach mal alles. So, das wird jetzt auch noch mit aufgeklebt. Dann kommt das Ganze jetzt hier mal drauf. Gut, dann könnt ihr ein bisschen andrücken. Und damit das alles jetzt ein bisschen abgedeckt wird, kommt natürlich noch unser Spruch drauf. Und dafür verwende ich jetzt ausnahmsweise mal Stampin' Dimensionals. Und damit es so ein bisschen aufploppt, finde ich das irgendwie ganz gut mit dem Dimensionals. Es gibt dem Ganzen so ein bisschen dreidimensionale Wirkung. Und es macht sich eigentlich auch immer ganz schön. So, und jetzt schön abdecken, damit da nirgendwo was rausschaut. Ein bisschen andrücken. So, und wenn ihr jetzt möchtet, dann könnt ihr euch jetzt noch mit den Mini-Glue-Dots, das sind so Mini-Klebepunkte, diese Pailletten, die ja da vorher runtergerutscht sind, auch noch ein bisschen aufkleben. So ein bisschen Glamour. Und ich nehme einfach einen Glue-Dot und klebe den schon mal direkt auf die Paillette drauf. Und dann könnt ihr die hier wunderbar befestigen. So, und noch eine zum Schluss. Die machen wir gerade da noch her. So. Dann sind wir schon fertig für heute. Ihr seht, es ist wirklich eine schöne filigrane Karte und sie ist wunderbar schnell gemacht. Es geht ratzfatz und ja, mir gefällt es einfach unheimlich gut mit dem Aquarellhintergrund. Und ihr werdet sicherlich demnächst noch ein paar mehr von diesen Hintergründen von mir sehen, beziehungsweise einfach noch ein paar mehr Werke mit den Aquarellstiften. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachwerkeln und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!